Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend hier bei den JFD Brokers. Mein Name Stefan Friedrichowski, gewohnte Zeit, gewohnter Sprecher. Ja, heute am 26. Februar 2018, 19 Uhr, also auch die Uhrzeit wieder komplett wie gewohnt, nur der Wochentag noch nicht ganz. Das wird sich dann wieder im März ändern. Da springen wir dann wieder zu dem ganz normalen Wochentag. Mittwoch. So viel kann ich jetzt schon sagen. Aber mehr dazu noch, was kommt später natürlich auch noch. Aber natürlich immer herzlich willkommen, auch im Namen natürlich von JFD. Ihr merkt vielleicht ganz leicht, meine Stimme klingt etwas anders und wahrscheinlich räusper ich mich heute ein paar Mal öfters. Vielleicht muss ich auch mal zwischendurch mein Mikrofon auf stumm stellen. Irgendwie geht mir meine Stimme verloren, obwohl ich gar nicht so viel geredet habe heute. Also, vielleicht werdet ihr gerade auch krank. Ich hoffe es mal nicht. Wie dem auch sei, soll alles aber trotzdem hier ein ganz gewohntes Webinar werden. Ja, zu welchem Titel eigentlich? Ihr seht, Sinn und Unsinn von Kerzenformationen. Irgendwie merkt man, dass ich in die Auswahl des Titels auch schon irgendwie eine kleine Wertung mit reingebracht haben. Natürlich sind Kerzenformationen, viele kennen sie, vielleicht der eine oder andere und noch nicht ganz so vertraut damit, ist so ein Standardkapitel von Lehrbüchern übers Trading, kann man sicherlich sagen. Und wenn ich dann schon schreibe, ups, Sinn und Unsinn, na dann hat das natürlich schon auch irgendwo eine Wertung. Und ihr werdet auch merken nachher, warum diese Wertung zustande kommt. Was mir allerdings heute vor allen Dingen wichtig ist, euch eine Methode mit auf den Weg zu geben, wie ihr alles rund um Kerzenformationen auch komplett selber analysieren könnt. Und das dann auch auf jedem beliebigen Underlying, auf jeder beliebigen Timeframe. Die Methode und auch das nachher entwickelte Excel-Sheet gibt das vollständig her. Im Zweifelsfall wird mir jetzt schon klar, dass vielleicht die Bedienung nicht ganz so einfach sein wird, aber ich denke mal, im Zweifelsfall mit der Aufzeichnung wird es immer gehen. Auch dann eigene Untersuchungen, wie gesagt, auf jedem beliebigen Underlying und auf jeder beliebigen Timeframe dann auch durchführen zu können. Soweit schon mal vorweg. Ansonsten Aufzeichnungen, klar, gibt es wie immer auf dem JFD YouTube-Channel. Das wären auch genau die beiden Keywörter, um bei Google auf dem Kanal spätestens zu kommen. Und da wir nachher auch wieder über ein Excel-Sheet reden, logischerweise hier nochmal der Hinweis zu meiner E-Mail-Adresse s.friedrichowski mit meinem komplizierten Nachnamen, dann at jfdbrokers.com und einfach eine E-Mail und ich schicke gerne natürlich das dann anschließend zu. Anschließend wird dann diesmal definitiv erst morgen Nachmittag, das kann ich jetzt schon sagen. Aber auf jeden Fall, wie immer, ihr bekommt dann entsprechend natürlich die Unterlagen. Kriege ich schon gerade ein paar Hinweise zu meiner Wortwahl, Sinn und Unsinn von Kerzenformationen. Der Hinweis, ich lese ihn mal gerade vor, klingt ein bisschen frech, also mein Hinweis da. Ich würde es Sinn oder sinnfrei nennen, war mal hier die Anmerkung. Mal gucken. Also, wir werden sehen. Es ist auch nicht so, als wenn man gar nichts aus Kerzenformationen herauslesen kann. Aber es ist nicht ganz so straightforward und manchmal komplett entgegen dem Lehrbuch. Aber ich will nicht zu viel verraten, das aber trotzdem schon mal vorweg. Wie immer vorweg auch einmal natürlich diese Folie, der sogenannte Risk Disclaimer. Wir reden wieder über Trading-Strategien und da natürlich der Hinweis, wenn ihr dann selber tradet, tut ihr es natürlich auf eigene Verantwortung und auf eigene Rechnung, so weit wie immer. Und das ist dann mir auch schon mal gezeigt. Was machen wir genauer heute? Ich will natürlich auch da erstmal Kerzenformationen grundsätzlich kurz ein bisschen einführen. Und wir werden dann schnell merken, wenn wir über die reden, bleibt uns nichts anderes über, als auch mal ein bisschen mathematisch dran zu gehen. Weil es nützt nichts, wenn ich jetzt nachher einfach hier ein paar Bilderchen zeige von irgendeinem Bearish Engulfing Pattern und dann wollen wir nachher Schlussfolgerungen ableiten, wie, jo, lohnt sich, dann sollten wir short gehen. Wir müssen irgendwie messen. Also ich halte natürlich nichts davon,
einfach nur auf die Kerze oder die Kerzenformation zu schauen und die dann als Treffer zu bezeichnen, sondern das wollen wir natürlich auch messen und deswegen braucht man natürlich auch eine mathematische Definition für die jeweilige Kerzenformation. Natürlich kann ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich, wie sagt man so schön, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und die Definition einer Kerzenformation hier dann formulieren kann, aber ich nehme einfach eine. Und die eine, oder also dann sind es nachher natürlich mehrere für die verschiedenen Formationen, die können wir dann exakt untersuchen. Und wie man da methodisch dann vorgeht und wie man dann auch tatsächlich diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil in die Long oder vielleicht doch in die Short-Richtung dann zu messen, wird nicht ganz neu. So ähnliche Sachen haben wir schon mal gemacht, als wir uns um die Frage gekümmert haben unter dem Titel Predictive Power of Indicators. Also haben bestimmte zum Beispiel Indikatoren eine Vorhersagekraft und wenn ja, welche? Oder auch genauso, als wir uns um die Impulskerzen gekümmert haben. Methodisch gehen wir da ganz ähnlich vor, was den Wahrscheinlichkeitsvorteil angeht. Was wir allerdings brauchen ist, wir brauchen genau das letzte Webinar, nämlich zu Korrelation, weil wir werden wieder die mathematische Korrelation verwenden, um sozusagen die Treffer von den Nichttreffern gegenüber unserer Musterformation dann entsprechend zu untersuchen. Okay. Ich sehe gerade, man sagt mir, ich habe das PDF von der letzten Woche hochgeladen. Also das gehört, und dann kriege ich das Ende mal sofort, und gehört auch die Impulskerze zu einer Kerzenformation. Ganz streng genommen ja, allerdings dann geht tatsächlich die absolute Größe ein, was wir nachher etwas anders machen. Jetzt muss ich mal gucken. Oh ja, ich sehe tatsächlich, da habe ich den falschen hochgeladen. Das ändern wir mal eben, dass wir hier auch die richtigen Folien mit dabei haben. Wobei es gar nicht so schlecht ist, dann ist die eine Folie dabei über die Definition von Korrelation. So, jetzt sollten auch die anderen, das richtige PDF auch entsprechend da sein. Und noch ein kleiner Hinweis, zumindest einer von euch hat keinen Ton, da es aber allerdings nur einen gibt, der genau das hier anmerkt, muss ich davon ausgehen, dass es eher ein Problem auf der Empfängerseite ist. Also vielleicht da nochmal nachschauen, im Zweifelsfall vielleicht nochmal neu einwählen und jo, also Ton ist gut, kommt hier überall noch mal mehrfach genannt. Das ist prima. Gut, also Einführung. Ihr seht hier mal ein Bild. Ich mache es jetzt nicht groß, weil wenn ich es groß mache, verliere ich mein Chatfenster. Also ich mache es jetzt nicht mal noch größer. Mir geht es nur darum, um mal kurz einiges hier aufzuzeigen. Hier ist einfach ein Chart vom Euro, US-Dollar auf Tagesbasis über einen Zeitraum von in Summe 4 Monaten. Und ein paar Stellen sind hier unschwer zu erkennen, mit einem Kreis hervorgehoben. Und da sind dann jeweils genau solche Kerzenformationen aus Lehrbüchern benannt. Three Black Crows, die drei schwarzen Krähen. Damit fängt das Ganze an. Das sind die drei roten Kerzen, die alle so herrlich nahtlos aneinander nach unten zeigen und alle auch nicht gerade klein sind. Wenn man es noch idealer macht, dann wären Lunte und Docht, also Lunte ist ja immer das da unten und der Docht das, was da so oben aus der Kerze rausguckt. Könnten noch ein Ticken kleiner sein, aber ich habe es mal einfach markiert. Und danach bricht der Kurs sogar noch weiter runter. Also eigentlich hätte ich die Kerzenformation hier noch ein paar Mal markieren können. Aber ihr seht, das wäre so ein Beispiel. Drei schwarze Krähen. Dann einmal ein Beispiel hier, das nennt sich Harami Plus. Und übrigens, da mit den ganzen Wortbezeichnungen geht schon los. Wenn man da im Internet hin und her recherchiert, findet man nicht zwangsläufig immer zu ein und derselben Bezeichnung die gleiche Definition oder das gleiche Bild einer solchen Formation. Aber das wäre jetzt hier so zwei Kerzen. Eine lang rot, also short, die nächste praktisch identisch nach Norden. Und das wäre genau dieses Pattern. Es gab es übrigens kurze Zeit vorher fast in
der gleichen Ausprägung an dieser Stelle schon einmal. Nochmal ein anderes Pattern, Engulfing Minus. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie das von gerade. Das hat jeweils was damit zu tun, wenn man auch nochmal das nächste mit hier reinnimmt, den Harami Minus. Das hängt ein bisschen davon, ob die erste oder zweite Kerze, also welche von beiden jeweils größer ist, um dann wirklich nochmal feinere Unterschiede zwischen diesen Formationen abzuleiten. Jede hat auch eine Bedeutung im Sinne von, wie soll nach Lehrbuch anschließend der Kurs typischerweise weitergehen, also long oder short. Und bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, will ich das jetzt nicht hier an meinem Kurzbeispiel zitieren. Das habe ich nachher noch genauer aufgeschrieben, damit ich da jetzt nicht ad hoc was komplett Falsches sage. Aber dann schließe ich endlich nochmal hier am Ende eine schöne Dreierformation, die unter dem Namen Morningstar läuft. Da läuft es so ab, wir haben auch wieder eine fette rote und eine fette grüne Kerze, also relativ fett. Und dazwischen so einen kleinen Doji. Und das wäre sozusagen ein Musterbeispiel für eine Umkehrformation. Lange nach, also feste nach unten, genau dann die Unsicherheitskerze, wo man der Doji in der Mitte, wo man nicht weiß, soll es jetzt weiter Norden oder nach Süden gehen. Dann kommt halt eine größere Kerze nach Norden und damit ist die Formation auch beendet, um dann zu sagen, jupp, jetzt geht's weiter nach Norden, was dann hier auch in der Tat passiert ist. Jetzt muss man allerdings hier gleich schon anmerken, es kann gut sein, dass ich hier mit einem, also im Englischen nennt man das immer wishful thinking, also und das also die selbsterfüllende Prophezeiung, also dass ich sozusagen genau das gesucht habe, wo dann auch immer das passiert ist, was man sich eigentlich auch am liebsten vorstellt, was denn passieren soll. Das will ich hier überhaupt nicht leugnen. Und um genau solchen Dingen aus dem Weg zu gehen, jetzt hier in historischen Charts einfach nur immer das einzumalen, was man sehen möchte, naja, deswegen wie immer die genaue Untersuchung, weil nur dann haben wir belastbares Material, um wirklich zu sagen, damit können wir was anfangen und wir wissen dann auch, ob wir long oder short gehen sollen oder damit können wir einfach gar nichts anfangen. Also wir kriegen keinen Wahrscheinlichkeitsvorteil abgeleitet. Das müssen wir natürlich entsprechend herausarbeiten. Gut, wie gehen wir vor? Wir haben also, wir wissen ja schon mal, also wir haben Formationen und davon gibt es einen Haufen. Ich gehe gleich nochmal auf zwei Internetseiten, wo man die auch alle finden kann. Ganz grundsätzlich erstmal, es gibt halt bullische oder bärische Formationen. Da ich nicht so richtig wusste, wie man es auf Deutsch schreibt, habe ich es dann halt hier mal auf Englisch gelassen. Also Formationen, die darauf hindeuten, dass es anschließend long weitergeht oder anschließend short weitergeht. Und natürlich haben wir Formationen, die können aus einer einzigen Kerze bestehen, aus zwei Kerzen, aus drei Kerzen. Das Ganze kann man sogar noch weiter. Und wenn man im Internet rauf und runter liest, findet man auch noch nachher fünf Kerzenformationen. Alles möglich. Aber das heißt, damit werden gerade mit dem zweiten, also aus den Kerzen selbst entsteht die Formation und wir haben dann eine zumindest nominelle Vorzugsrichtung, wie es weitergehen soll. Dazu mal kurz ein paar Bilder und ein paar Internetseiten. Ich habe sie hier als Link auch aufgeschrieben, das heißt, wenn ihr die Folien und jetzt dann die richtigen, sorry für den Fehler, runterlädt, dann habt ihr den Link auch direkt. Das haben wir mal kurz hier gezeigt. Also wir haben einmal mal hier ganz normalen Wikipedia-Artikel. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es da sogar was zu gibt. Und ihr seht dann gleich, wie das hier aufgebaut ist. Es gibt halt Single Patterns. Und da auch vorhin schon die Frage, gehören Impulskerzen auch dazu? Ja, streng genommen ja, aber da nehme ich ja gerne noch einmal die absolute Größe nachher noch mit rein. Nachher werden wir hier alles eher relativ zueinander beschreiben. Hier haben wir so Kerzenformationen, die wir auch nachher genauer mal untersuchen, nämlich wie den Hammer und den Inverted Hammer, um zu fragen, ob das denn wirklich dann entsprechende bullische Formationen sind, wo es dann bullisch weitergeht. Aber wenn ich weiter runter scrolle, dann seht ihr, gibt es ja auch die sogenannten mehr Complex Patterns in allen möglichen Varianten und da haben wir auch wieder Engulfing und Morning Doji Star, das war das, was ich auch schon gerade hatte. Also ihr seht, da gibt es
sehr, sehr vieles. Three White Shoulders, die werden wir, Soldiers, die werden wir uns nachher ebenfalls genauer anschauen. Also da gibt es eine gute Liste, die uns Input bieten kann. Und hier ein anderer, der heißt direkt schon Candlesticker und der unterteilt das hier dann recht schön in bullische Pattern und bearish Patterns. Und da fängt es auch wieder an mit dem Bullish Hammer und. Also ihr seht, die Spielwiese ist groß und natürlich, wenn wir jetzt rein nur mal visuell argumentieren würden, wäre natürlich neben der großen Spielwiese dann auch noch der Interpretationsspielraum, wann liegt denn nun so ein Ding vor, noch viel größer. Also wollen wir uns das Ganze wie immer mehr von der mathematischen Seite aus angucken und dann haben wir auch den Interpretationsspielraum nicht mehr. Gute Frage, die hier gestellt wird. Ich werde sie gleich sofort auch nochmal wiederholen. Sehen eigentlich alle die gleichen Tageskerzen auf Schlusskursbasis wegen den unterschiedlichen Uhrzeiten, also zum Beispiel USA, Asien, England? Gute Frage und damit auch gleich schon der erste gute Hinweis, was die ganze Interpretation der Candlesticks natürlich so schwierig macht oder den Umgang mit. In dem Fall, wenn, zumindest wenn ich auf D1-Ebene bleibe, mit Candlesticks-Pattern auf D1-Basis. In der Tat, es hängt natürlich davon ab, wo jeweils Mitternacht ist. Und sicherlich eine Stunde rauf oder runter, also Deutschland gegen England, würde in aller Regel die Formation noch nicht groß ändern. Aber wie ihr alle wisst, ich war vor kurzem in Kambodscha, Zeitdifferenz 6 Stunden. Wenn ich also 6 Stunden meinen Tag verschiebe und einen Broker hätte, der tatsächlich unmittelbar mir da die Kerzen zeigt, wird die Sache schon anders. Aber natürlich wäre dann auch mein Einstieg zu einem anderen Zeitpunkt, weil so viel schon gleich vorweg, wie wir das nachher machen. Basis für unsere Untersuchung, ob wir denn einen Vorteil haben oder nicht, ist, wir machen dann Trades. Und die machen wir immer auf Basis des nächsten Open nach dem Pattern. Und der würde sich natürlich jetzt rund um den Globus und den unterschiedlichen Zeitzonen entsprechend mit verschieben. Das heißt, wir könnten die Analyse auch aus der Sicht einer anderen Zeitzone machen, bräuchten dann natürlich entsprechend Kursdaten, die auf, also D1-Candles, die auf einer anderen Zeitzone sind. Aber schöner Hinweis. Natürlich wird hier auch hier noch gerade geschrieben, auf H1-Basis sind wir natürlich dann wieder alle zusammen. Dann haben wir jeweils definitiv immer das gleiche Pattern. Jetzt gibt es nur noch eine ganz, ganz kleine Ausnahme. Ich glaube, es gibt irgendeine Zeitzone in Indien, die jetzt uns eine halbe Stunde daneben. Falls es da einen Broker geben sollte, genau in dieser Zeitzone, dann hätten wir nochmal erst auf M30-Basis wieder das gleiche. Aber das ist jetzt so wirklich absoluter Sonderfall. Also ihr seht, Pattern gibt es rauf und runter. Ich habe mir selber hier aus dem Lehrbuch mal so ein paar Bilder zusammengefasst und das sind auch übrigens die genau Bezeichnungen, auch mit den jeweiligen Plus und Minusen da dran, die ich auch hier übernommen habe. Jetzt muss ich gerade gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß, aus welchem Buch ich das genommen habe. Kann man das irgendwo hier lesen? Nee. Aber muss ich, sorry, habe ich vergessen. Das Gute ist, wir machen uns das ohnehin gleich alles selbst und damit wird es auch wieder eindeutig, so wie es auch sein muss. Also einfach nur sich so ein Pattern angucken und dann sagen, oh, im Chart sieht genauso aus, geht nicht. Wir müssen es genauer machen. Also wie definieren wir das Ganze? Ich will das am Beispiel einer Dreierformation, ganz genau genommen an dem sogenannten Evening Star, hier mal auch vorführen und das zeige ich gleich nochmal in einer abgewandelten Variante direkt auch im Excel-Sheet. Grundlegend geht es so, wir reden über eine Dreierformation, also brauchen wir drei Kerzen, klar. Das ist einfach. Und ihr seht, dass ich hier in meiner Mini-Excel-Tabelle auf der Folie einfach auch die drei Kerzen hier definiert habe, und zwar mit Zahlen. Ich habe einfach angefangen bei einer Kerze, die einfach ein Open bei 0,93 hat. Ich habe das alles hier bewusst rund um die 1 gemacht, damit man so direkt auch leichter prozentual denken kann. Hab dann gesagt, die Kerze hat ein High, die Kerze hat ein Low und die Kerze hat ein Close. Und wenn wir uns einfach diese vier Zahlen angucken, übersetzt diese Kerze sich logischerweise in dieses weiße Ding hier auch in dem Chart.
Anschließend habe ich den Doji definiert. Na, da war zumindest erstmal einfach. Also der Übergang von der ersten zur zweiten Kerze ist bei mir jetzt immer so, dass ich keine Gaps reinmale. Warum mache ich keine Gaps? Weil ich eher ohnehin an Forex denke. Also habe ich sowieso schon mal in der Regel keine Gaps. Vielleicht bestenfalls am Wochenende, in der Woche eigentlich eher nicht. Deswegen war schon mal der Übergang von der ersten Kerze zur zweiten Kerze einfach. Der Close-Kurs ist dann der Open von der nächsten, weil ich wollte ja, wie gesagt, kein Gap haben. Dann sollte es ein Doji werden. Damit war der Close-Kurs von der zweiten Kerze auch sofort klar. Ja, und dann habe ich halt ein High, ein Prozentchen nach oben und ein Low Prozentchen nach unten. Und damit haben wir unseren Doji hier in der Mitte. Und weil es ja wirklich das Muster hier sein soll, habe ich natürlich dann die Endkerze genau symmetrisch gewählt, nämlich zur ersten Kerze, nur dass es dann halt eine Shortkerze wird. Ganz genau. Gut. Bulnikowski, schreibt mir hier gerade jemand auf lustige Bezeichnung. Das Buch, ja. Jetzt, das ist der richtige Buchtitel, wird mir hier übrigens auch genannt. Danke für die Wiedererkennung, nämlich Technische Analyse der Finanzmärkte von John F. Murphy. Jetzt erinnere ich mich selber wieder. Also genau da war auch das Bild her. Und übrigens, als ich die mal ursprünglich das Ganze untersucht habe, habe ich mir einfach ein Lineal genommen und die Dinger mit Millimetern ausgemessen und dadurch hier meine Definitionen auch abgeleitet. Ihr seht aber, dass wenn wir jetzt eine Kerzenformation, eine Dreierkerzenformation einfach beschreiben wollen, brauchen wir einfach genau diese 3 mal 4 gleich 12 Zahlen. Und wenn wir jetzt wirklich sagen, wir haben keine Gaps, dann reduziert sich das noch ein bisschen weiter runter wegen den ganzen Open gleich Close des vorherigen. Und manchmal wollen wir auch noch ein bisschen Symmetrie reinbringen, dann sind es nicht mehr ganz so viele verschiedene Zahlen. Aber das wäre jetzt einfach die Definition. Und jetzt haben wir ein Muster. Und dieses Muster nenne ich jetzt Evening Star Ende. Und damit wollen wir dann unsere Untersuchungen machen. Und natürlich mit vielen anderen auch. Aber so gehen wir vor, weil wir brauchen eine mathematische Definition eines entsprechenden Patterns. Von der Methodik her gehen wir dann folgendermaßen vor. Wir fangen mit einem Muster an, zum Beispiel dem von gerade, und fragen dann, wo gab es in der Vergangenheit, da gucken wir wahrscheinlich wieder auf die letzten 18 Jahre, also Euro, US-Dollar, D1-Basis. Wann gab es jeweils, an welchem Tag, eine ähnliche Formation? Sofort, wenn ich natürlich hier schreibe, ähnliche Formation, kommen gleich die drei Fragezeichen hoch. Wie definiere ich ähnlich? Naja, da hilft uns genau die Untersuchung von Korrelation. Das letzte Mal haben wir zwar, also beim letzten Webinar haben wir zwar die Korrelation verschiedener Märkte gegeneinander untersucht, aber es ist die exakt gleiche Mathematik, die uns auch die Antwort gibt, haben wir in einem aktuellen Zustand von drei Kerzen hintereinander eine ähnliche Formation wie unser Muster. Und die ist dann ähnlich, wenn die Korrelation sehr hoch ist. Und jetzt brauchen wir dafür nur noch einen Schwellwert. Erinnert euch, Korrelation konnte eigentlich eine Zahl sein zwischen minus 1 und plus 1. Plus 1 war die perfekte Korrelation. Das hieß also, wenn wir drei Kerzen in der Vergangenheit eine Korrelation zu unserem Muster von genau 1 haben, dann hätten wir die perfekte Korrelation. Das heißt, das Ding sieht exakt gleich aus. Übrigens, gleich heißt in dem Fall bis auf die Skalierung. Also so ein Faktor 2 würde hier nichts machen. Und ihr werdet auch nachher sehen, dass die Kurse dann vielleicht schon bei 1,83 liegen, macht gar nichts, weil wird kürzlich alles bei Korrelationsrechnungen komplett raus. Da brauchen wir da keine Rücksicht drauf nehmen. Aber wir können also durch diese mathematische Korrelation, genau wie vor 14 Tagen im Webinar, die Frage nach ähnlich quantifizieren. Und wir nehmen dann einfach eine Schwelle und sagen, okay, das ist ähnlich genug. Und der fällt in unseren Korb rein, zu sagen, hey, dann gucken wir doch mal, wie es nach dem, das ist der Punkt B, denn dann weiterging, damals, als die Formation auch schon mal aufgetreten ist. Naja, und ich mache das einfach so, dass ich sage, wir denken mal fiktiv, wir eröffnen einen Trade
Und zunächst mal wird es immer ein Long Trade sein, aber nur aus rein rechnerischen Gründen. Ein Long Trade auf dem Open der nächsten Kerze. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Und wenn es dann typischerweise alles nach Norden weitergeht, wenn es also die prozentuale Änderungen, die dann nach der Formation sich ergeben, immer größer werden, ja, prima, dann haben wir ein bullisches Pattern. Und wenn die alle nach Süden gehen, hätten wir halt ein bearishes Pattern und wir wüssten, wir hätten einen Wahrscheinlichkeitsvorteil nach Süden. Und das können wir dann genau untersuchen. Und damit haben wir auch dann die genaue mathematische Ableitung des jeweiligen Wahrscheinlichkeitsvorteils. Wird schon mal gerade der Hinweis gemacht, die Definition ist aber streng. Oder? Fragezeichen? Naja, eben nicht ganz streng. Dadurch, dass wir halt natürlich nicht fragen, wir brauchen eine Korrelation von 1. Ihr seht nachher an den Beispielen, ich zeige euch dann mal, wie weit das dann abweicht, wenn man mal da mit den Zahlen ein bisschen anders ist. Okay, jetzt aber mal wirklich in die Excel-Sheets. Das war jetzt gewissermaßen alles unsere Vorbetrachtung, damit es jetzt auch entsprechend weitergehen kann. Hier aber. Das ist zunächst mal noch nicht das eigentliche Excel-Sheet. Wir kommen da noch zu. Hier geht es mir nur darum, die Methode vorzustellen, weil den Wahrscheinlichkeitsvorteil untersuchen und dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, das müssen wir noch. Kommt aber alles. Kurz wieder wie immer. Ihr wisst, vorne stehen die Kursdaten. Klar, kein Problem. Dann, ganz wichtig, hier in diesem Bereich, ihr seht sofort die Zahlen, das sind genau die gleichen Zahlen von gerade. Also, das sind genau die Zahlen, die mir das Pattern, wie hieß es jetzt nochmal, den Evening Star, nee, den Morning Star, den Morning Star ausmachen. Okay, hier nochmal gemalt. So, und jetzt kriegen wir unsere Ähnlichkeit. Ihr seht, was ich markiere das mal gerade, dann seht ihr an den Farbmarkierungen, was wir hier tun. Wir berechnen jetzt einfach die Korrelation zwischen rückblickend am Ende des 5.1.2000 die letzten drei Kerzen und vergleichen die mit unserem Muster und kriegen dann eine Korrelation. In unserem Fall 0,6. Aha, ist jetzt nicht gerade so der Brüller an Korrelation. Wir gucken uns das mal an. Deswegen habe ich hier gleich schon ein zweites Feld vorbereitet. Deswegen, Sie seht, ich kopiere hier gerade die drei Kerzen. Und füge die mal eben hier oben ein. Damit befüllen wir unsere zweite Grafik zu Kontrollzwecken, wie ich das so schön genannt habe. Und dann sehen wir, aha, also diese drei Kerzen, von denen wir gerade geredet haben, die sehen so aus, diese drei bullischen Kerzen. Naja, ist nicht so gerade das Pattern, was wir eigentlich haben wollten. Okay, hat man ja irgendwie auch erwartet. Korrelation war ja nicht gerade so der Brüller. Gehen wir mal auf einen, der hier auch erstmalig schon grün markiert ist, weil er hat hier meinen Schwellwert überschritten. Der Schwellwert steht hier im Moment auf 0,86. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das denn so aussieht. Okay, also nehme ich mir wieder die drei Kerzen und übrigens keine Angst, das hier machen wir nachher vollautomatisch. Nicht, dass ihr glaubt, wir müssen hier durch unsere 18 Jahre Kurshistorie mit Copy-Paste gehen und dann unsere Auswertungen hier irgendwie dadurch ableiten. Also das machen wir natürlich nicht. So, jetzt haben wir erarbeitet noch. Jetzt haben wir unsere neue Kerzenformation drin. Nee, doch nicht. War noch nicht. Okay, nochmal von vorne rein. Einfügen. Da haben wir sie. So, jetzt gucken wir neu. Naja. Das sieht ja schon mal nicht ganz so verkehrt aus. Es ist natürlich nicht exakt unser Muster. Logisch. Wir werden auch keine Korrelation von 1 hinkriegen. Aber das wäre jetzt so ein Ding, da sage ich jetzt einfach, das ist ein Treffer. Der interessiert mich. Ich sage, der ist ähnlich genug. Und das ist jetzt so ein Beispiel in der Vergangenheit, wo wir sagen, okay, da hat das Muster vorgelegen. Jetzt können wir ja fragen, wie ist es denn danach weitergegangen, als es damals vorlag, unser Pattern. Und da müssen wir natürlich nachher gucken, ist das, was dann immer so weitergeht, für unser Muster und die Treffer in der Vergangenheit, denn in Summe ähnlich?
Und wenn das der Fall ist, ups, dann haben wir natürlich genau unseren Wahrscheinlichkeitsvorteil. Okay, Evening Star. Ich habe hier gerade einmal was. Danke für den Hinweis. Wie wird denn von Excel die Korrelation bei drei Spalten berechnet? Das wird nochmal ganz konkret hier gefragt. Dem Excel ist das völlig egal, dass wir hier über mehrere Spalten und Zeilen und sonst was reden. Aus Excel-Perspektive ist das einfach eine Zahlenreihe. Und der nimmt eigentlich diese dreimal vier Zahlen, als wenn die alle hintereinander stehen würden. Macht nichts. Unser Muster sieht ja genauso aus. Die nimmt er auch so, als wenn sie genau hintereinander stehen würden. Das heißt, dass das hier scheinbar auf mehrere Zeilen verteilt ist und mehrere Spalten, ist dem Excel völlig egal. Und mir auch, weil die beschreibende Größe ist bei beiden dieselbe. Und genau das ist das, was wir hier erreichen wollen. Nochmal, einfach nur einmal noch ein anderes Beispiel von einem Treffer, der noch ein bisschen höher ist, hier unten, der 0,97. Also noch ein bisschen besser, damit wir mal sehen, was denn dann, wie das dann aussieht. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Und ihr seht, ja, wird in der Tat noch mal besser. Gut. Kommen wir zu dem nächsten. Ihr seht, wenn hier ein solcher Treffer in der Vergangenheit aufgetreten ist, und da steht hier immer so eine grüne 1, okay, Treffer. Und dann mache ich als nächstes, wenn ein Treffer erfolgt ist, dann frage ich, wie ist es danach weitergegangen? Ich klicke den mal an, dann seht ihr auch sofort wieder, wie es berechnet ist. Wenn also ein Treffer erfolgt ist, dann frage ich hier in dieser Spalte, naja, ich tue mal so, als ob ich, das wäre also tradingmäßig so, als ob ich einen Trade auf dem Open der nächsten Kerze, was ja vernünftig ist. Kerzenformation ist vollendet. Wir wissen, es ist ein Evening Star und jetzt geht es um die Frage, wie geht es danach weiter? Dann wäre es ja so, als wenn wir einen Trade zum Open der nächsten Kerze eröffnen. Zugegebenerweise, rein nach Candlestick-Lehre, würden wir natürlich einen Short Trade eröffnen, weil es soll ja eigentlich ein Short-Signal sein. Aber die Richtung braucht uns noch nicht zu interessieren. Das kriegen wir nachher gratis mitgeliefert. Und jetzt gucken wir einfach, wenn wir dann diesen Trade zum Open eröffnen, wie wäre er denn nach einer Kerze, also sprich nach einem Tag, zu Ende gegangen? Und das ist die Antwort, die hier steht. Aha, er wäre um minus 1,9% wäre der Kurs, also der Kurs wäre also gefallen um 1,9%. Perfekt. Das wäre also genau auch das Fallen wäre das, was die Candlestick-Lehre uns hier als Erwartung gegeben hätte. Und genauso gehe ich jetzt hin und frage, wie weit ist denn dann der Preis gelaufen nach 2 Tagen? Ihr seht an diesem der Trade wurde hier zu diesem Open eröffnet und mittlerweile am Close der dann darauf folgenden Kerze beendet. Und so geht das hier einfach nach rechts immer weiter, indem wir fragen, hey, und nach 3 Tagen ist es so und so. Und nach 4 Tagen so und so und so gehen hier die Zahlen einfach munter weiter fort. Und wir kriegen halt in dem Excel-Sheet, überall da, wo der Treffer war, kriegen wir dann diese Zahlen. Und jetzt wird sofort klar, was ich tue. Ich summiere die einfach. Und das mache ich dann hier weiter rechts im Excel-Sheet. Und dann wollen wir uns das Ganze natürlich angucken, so ähnlich wie eine Equity-Kurve, um dann zu entscheiden, ja, geht es denn jetzt im Schnitt weiter nach Süden nach dem Evening Star? Oder vielleicht passiert ja so genau das Gegenteil. Kriegen wir dann sofort raus. Das wäre, nochmal hier zur Erinnerung, ihr seht, dass ich hier nachher im Excel in Summe 5 unten so Reiter gemacht habe. Der eine war jetzt nur Introduction, heißt, da waren meine Erklärungen von gerade. Wir haben dann nachher, komme ich noch drauf, einen Reiter für die Formationen, so wie ich sie definiert habe. Und da wir in Summe reden wir hier über Dreierformationen, Zweierformationen und einer Formation, dafür habe ich einfach 3 verschiedene Excel-Sheets gemacht. Die sind zwar fast identisch, aber halt nicht hundertprozentig identisch. Sehen wir gleich. Aber wie geht es jetzt weiter, um jetzt den Wahrscheinlichkeitsvorteil abzuleiten? Okay, wir brauchen eine Formation. Jetzt will ich natürlich hier auch die gleiche Formation untersuchen wie gerade. Also machen wir das. Das war auch ja die gleiche Formation untersuchen. Dann habe ich hier auch gleich das gleiche drin. Und dann erkläre ich auch, wie es hier wirklich weitergeht.
Jetzt ist hier irgendwas schiefgelaufen. Sorry. Gleich haben wir es hoffentlich wieder richtig. Ja, so, jetzt haben wir es wieder richtig. Was ihr hier als Excel-Sheet seht, ist das gleiche wie gerade, nur dass jetzt hier wirklich alles aufsummiert wird und mir grafisch angezeigt wird. Was haben wir? Also hier oben erstmal links das Muster. Das Muster wurde hier definiert und dann als Formation eingestellt. Dann ist es hier irgendwann getroffen worden. Ihr seht, wo das ja alles markiert wurde und dann ist alles aufsummiert worden. Und jetzt fragen wir mal, was soll diese blaue Kurve? Okay. Die blaue Kurve ist die Summe aller Trades, aller prozentualen Änderungen nach einem Tag, deswegen steht da S1, nach einem Tag und das über die letzten 18 Jahre. Was heißt das also? Wenn ich jetzt also sage, das hier, das wäre sowas wie meine Equity-Kurve. Das wäre, als wenn ich immer einen Long-Trade eingegangen wäre. Und naja, wie man sieht, auf die Dauer hätte ich also nach einem Tag, immer nach dem Auftreten dieser Formation des Evening Stars, hätte ich mit meinem Long Trade, was ja auch so nicht im Lehrbuch steht, das vorweg, definitiv weder was groß gewonnen noch was verloren. Interessanter werden die Sachen nach einem Tag, nach 2 Tagen, 3 Tagen und so weiter. Immerhin geht dann diese Equity-Kurve hier nach Süden. Das ist in dem Fall schön, übrigens, wenn hier mal eine Equity-Kurve nach Süden geht, weil das lediglich bedeutet, okay, Long wäre nicht das Richtige, du musst Short gehen. Und das Vorzeichen dreht sich dadurch automatisch um und wir wären genau so unterwegs, dass es dann auch profitabel wird. Aber so richtig schön sehen die Equity-Kurven, ehrlich gesagt, ja nicht gerade aus. Egal, ob ich jetzt frage, ob nach einem Tag, 2 Tagen, 3 Tagen und so weiter. Was kann man natürlich hier machen? Das Excel-Sheet hat noch was vorgesehen. Wir können die Schwelle ändern. Wir könnten zum Beispiel sagen, nee, wir wollen, dass die Korrelation höher ist. Also das muss noch ähnlicher sein und darf nicht so doll abweichen. Das heißt nichts anderes, als ich trage hier bei Schwelle eine höhere Zahl ein. Ihr seht gleich sofort, die Anzahl, das war das, was hier unter Summe steht, war von 186 Treffern, ist es jetzt runtergegangen auf 116 Treffer in den letzten 18 Jahren. Und das Bild, naja, ist zumindest schon mal etwas günstiger geworden. Also ich würde ja sogar so weit gehen, hätten wir noch das Jahr 2014, würde ich ja sogar sagen, ja, Formation Evening Star hätte funktioniert. Wenn, dann müsste man allerdings den Trade dann ein paar Tage halten. Equities laufen schön nach Süden. Blöderweise ist hier nur genau ab Ende 2014 gehen die plötzlich alle nach oben. Da hätte man das Ding also umgekehrt traden sollen. Naja, und von daher würde ich sagen, Evening Star ist vielleicht nicht sozusagen der Buller. Jetzt werde ich gefragt, zeig das bitte mal im Chart. Ihr meint, wenn du sagst hier im Chart zeigen, wie geht's danach dann wirklich weiter? Okay, machen wir mal Folgendes. Ich zeige es nicht als Kerzen im Chart, sondern wir nehmen uns mal hier so ein Beispiel, pass auf, wo wir so einen Treffer haben, wie hier. Okay. Und das wäre dann, die letzten 3 Kerzen wären gewissermaßen unser Treffer, unser Muster, in dem Fall unser Evening Stars. Und die dann folgenden Kerzen wären ja das, wie es dann weitergegangen wäre. Ich kann das mal eben so weit zeigen, dass ich das jetzt wiederum als Candlestick-Chart mal kurz zeige. Dann hoffe ich, erfülle ich genau das, was hier gefragt wurde, wie es denn an dem einen Fall auch tatsächlich weitergegangen ist. Er hat mich noch nicht genommen hier. Warum weiß ich noch nicht? Ich hoffe, er kommt hier gleich. Er wacht mal. So, und zwar kann man hier auch in Excel einfach Kerzenformationen machen. So,
Und da hätten wir dann jetzt hier genau das Bild. Also, die ersten drei Vorkerzen waren unsere Formation. Und wie ist es dann danach weitergegangen? Hey, da haben wir offensichtlich mal tatsächlich ein Wochenend-Gap gehabt. Und so ist es dann unmittelbar dahinter weitergegangen. Als der eine Fall. Es ist halt nur so, ich will nicht den einen Fall untersuchen und deswegen mache ich hier einfach diese Summation über das Auftreten aller, weil, naja, dieser eine Fall reicht mir ja nicht. Der eine Fall, egal ob der jetzt gut oder schlecht gewesen wäre, ist ja kein Wahrscheinlichkeitsvorteil und deswegen das Ganze auch immer als Summe über die zig Treffer in der Vergangenheit, um dann zu sagen, naja, funktioniert oder funktioniert bitte nicht, nicht so sehr. Okay, also das mal als Beispiel. Also, Evening Star war nicht der Bulle. Kurz, weitere Funktionalität des Excel-Sheets. Ihr seht, ich mache das mal kurz für einen Moment ein bisschen kleiner, damit man einmal so einen Überblick hat, was ich alles oder wie das zu sehen ist. Ich lasse es mal so. Ihr seht, ich habe hier sämtliche Kerzenformationen mathematisch beschrieben. Und zwar als die drei Kerzen, aber hier dann hintereinander. Also wir hatten angefangen gerade mit dem Evening Star. Und wer sich den dann hier nochmal angucken will, der nimmt sich einfach diese Zahlen, markiert sie und fügt sie hier unter Einfügen ein. Und dann, jetzt ändert sich nichts, ist das hier genau das Bild. Und wenn ich diese Formation dann in meinem Excel-Sheet untersuchen möchte, dann nehme ich wiederum diese Zahlen, kopiere sie und trage sie hier oben ein. Dieses Einfügen muss man allerdings als sogenanntes Einfügen als machen. Das ist dieses Paste Special, gibt es im normalen Excel-Sheet genauso, weil hier sollen jetzt nur die Werte eingefügt werden, nicht die Formel. Nur dann funktioniert das sozusagen richtig. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Wir nehmen mal den Morningstar und nehmen den mal, gucken uns den erstmal hier an. Das heißt, ich kopiere ihn hier hin und füge ihn da ein. Okay, machen wir die Formation. Das ist genau das Entgegengesetzte von dem, was wir gerade hatten. Und jetzt nehmen wir genau die Formation und wollen die historisch im Excel-Sheet untersuchen. Also kopieren wir das hier rein und kriegen hier auch sofort das Excel-Sheet mit, also mit den Equities, ob die Formationen gelaufen sind oder eher nicht gelaufen. Denn hier wird es schon durchaus gerade interessanter, würde ich sagen. Ihr seht, mit einer Schwelle 0,9 haben wir 132 Treffer. Ich mache die mal ein bisschen kleiner. Ich ziele übrigens immer so darauf, dass ich hier so grob 200 Beispiele in der Vergangenheit hatte. Einfach nach dem Motto, ich will ein bisschen Statistik haben. Also ich übertreibe mal eben hier, ich mache mal die Schwelle ganz hoch, 0,97. Dann habe ich gerade mal noch 10 Treffer. Das hieße, in dieser Reinstform ist die Formation nur 10 Mal aufgetreten. Jetzt kann ich natürlich statistisch nichts ableiten aus 10 Mal, obwohl ich gerade 18 Jahre Kurshistorie mal angucke. Also mache ich die Schwelle wieder kleiner, dann kriege ich auch ein paar mehr Treffer. Und jetzt wird es aber interessant, weil die gehen hier schon tendenziell nach unterschiedlichen Tagen und für mehr Tage noch ein bisschen besser, gehen die tatsächlich nach Norden. Das entspricht genau der Lehrbuchmeinung. Haben wir einen Morningstar, dann soll der Preis weiter nach Norden laufen. Und hier haben wir jetzt wirklich eine statistische Evidenz, also etwas, wo man sagen würde, ja, damit können wir was anfangen. Das könnte sich durchaus lohnen. Und womit wir also so genauso vorgehen können. Wir haben ein Pattern und ihr könnt auch übrigens selber hier einfach eure Patterns erfinden, indem ihr hier andere Zahlen nehmt oder ihr könnt auch einfach sagen, ich erkläre diese drei Kerzen als Pattern und ihr könnt dann die nehmen und sagen, naja, untersuchen wir mal die.
Oder, um es nochmal anders zu sagen, ihr könnt auch einfach sagen, ich nehme genau die letzten drei Kerzen. Also hier das Excel-Sheet ist vom 14.2., deswegen hören am 14.2. die Kurse auf. Wir nehmen jetzt mal gerade die letzten drei Kerzen und fragen, wie sieht denn typischerweise der weitere Fortgang aus, wenn ein Pattern in Art und Weise dieser drei Kerzen vorliegt? Alles kein Problem, kriegen wir hier vollautomatisch mit. So funktioniert das Ganze und so können wir jedes beliebige Pattern untersuchen. Ich habe schon mal gefragt von jemandem, der später dazugekommen ist, ob ich das auch so versende. Klar, also die Excel-Sheets einfach mir eine E-Mail schreiben an s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Die E-Mail-Adresse ist auch in den Folien, die ihr downloaden könnt. Das geht hier über das GoToWebinar-Control-Panel und am Ende zeige ich meine E-Mail-Adresse ohnehin auch nochmal. Also eine E-Mail, ich antworte dann gerne. Ich kann sie leider hier nicht hochladen, dass man sie direkt downloaden kann. Das liegt am, der will nur PDFs, was anderes lässt er nicht zu. Wahrscheinlich aus Virenschutzgründen oder sonst was, ich weiß es nicht. Und dann könnt ihr gerne die Excel-Sheets hier haben und dann auch selber genau diese Art von Untersuchungen machen. Ich will nur einfach, damit man sieht, wie bedient man das Ganze und mal für ein anderes Pattern machen, nämlich für ein Zweier-Pattern, und zwar den Doji Star Minus. Also ich nehme hier wieder meine Vorlage. Ich füge sie also hier ein. Übrigens, warum mache ich das nur? Dieses da oben nach da unten kopieren, das mache ich nur, damit eben hier unsere drei oder jetzt gleich dann zwei Kerzen in das Format kommen, wie wir sie später brauchen. Das ist hier nur ein reines Umsortieren der Daten. Mehr ist das übrigens nicht. Und damit haben wir unser Pattern. Also, das nehmen wir uns, das Pattern, und kopieren es diesmal in das Zweier-Sheet. Also hier rein. Und dann können wir fragen, ist das ein gutes oder schlechtes Pattern? Okay, gucken wir als erstes mal hier auf die Statistik. Da können wir die Schwelle noch ein bisschen hochnehmen. Naja, und dann soll es das aber auch schon gewesen sein. Das habe ich wieder mal ungefähr meine 200 Treffer. Also ihr seht, wie das Pattern aussieht. Wir haben hier eine bullische Kerze und dann kommt nur der Doji danach. Und damit ist das dieses von Pattern auch schon zu Ende. Was kann ich jetzt sagen? Historisch gesehen, wie ist es typischerweise nach diesem Pattern weitergegangen? Antwort: bullish. Warum sage ich Antwort bullish? Weil meine Equity-Kurven, die ja nichts anderes sind als die aufsummierten Änderungen nach Auftreten eines solchen Patterns, wie es da dann weitergegangen ist. Und da die hier nach Norden gehen, sage ich jetzt, dieses Pattern ist ein bullisches Pattern und ich sollte anschließend long traden. Und so kann ich hier also durch meine Formationen durchgehen. Alles, was ich immer tue, ist, das ist jetzt aber wirklich Willkür. Ich gehe mal hin, dass ich die Schwelle so setze, dass ich hier so grob 200 Beispiele habe. 200 kurz, warum ist das so? Naja, ich habe hier etwas mehr als 4000 Daten und ich wollte einfach, dass ich ein bisschen so eine Art 5%, 4-5% Statistik da habe. Es nützt mir halt, wie gesagt, nichts, wenn ich die Schwelle jetzt hier 0,99 hochsetze, dann kriege ich fast keine Treffer mehr. Also in der Reinstform habe ich keine historischen Beispiele. Und dann wird hier die Equity-Kurve immer so wahnsinnig digital und deswegen will ich da immer so ein bisschen Statistik dann entsprechend drin haben. Gut. Kommt ein schöner Hinweis gerade. Interessant, dass das Pattern so lange wirkt. Übrigens, das muss ich einfach nochmal erwähnen, weil von wem das gerade hier kommt. Jetzt erschreckt mich, von wem gerade der Hinweis kommt. Der kommt nämlich von Mr. Draghi. Ja, der. Genau der hat sich zu Wort gemeldet. Da muss ich immer schmunzeln. Da hat sich jemand so einen lustigen, also einen schönen Namen gegeben. Das ist ja nicht lustig in sich, aber wir kennen ja nun mal alle unseren Herrn Draghi. Und von ihm kam gerade genau der Hinweis. Ihr wisst, ansonsten melde ich hier nie Nachnamen, aber bei Draghi, finde ich, kann ich auch mal den Nachnamen hier von mir geben.
Genau, außerdem, wir kennen uns ja, wird hier nochmal gerade geschrieben. Also, aber zurück zur eigentlichen Aussage. Interessant, wie lange so Patterns wirken. In der Tat. Wir gucken hier auf Einer-, Zweier- und Dreier-Patterns und ich mache danach hier Untersuchungen 1 bis zu 10 Tagen danach. Auch die Zahl ist willkürlich. Ich hätte auch einfach bei 5 aufhören können. Mich hat es einfach nur interessiert. Und dass das tatsächlich so ist, begründen kann ich es nicht. Man könnte jetzt einerseits sagen, okay, es liegt an der Mächtigkeit dieses Werkzeugs, Kerzenformation, dass es dann eine so langreichweitende Auswirkung hat. Man könnte jetzt auch sagen, es ist reiner Zufall. Da bin ich jetzt ein bisschen, würde ich widersprechen, weil immerhin, wir haben hier schon eine ansprechende Statistik. Also von daher, ganz an Zufall würde ich nicht glauben. Aber, und jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück zu meinem Eingangsstatement, Sinn und Unsinn oder sinnfrei war auch mal eine Bemerkung von jemandem von euch. Man muss sie tun. Einfach zu sagen, hier Lehrbuch und los geht's mit dem Traden, ist mir zu einfach. Und da halte ich nichts von. Dass es dann anschließend auch von einem Lehrbuchschreiber genügend Ausreden gibt, weil dann kommen Hinweise wie, ja, man muss ja noch den Kontext sehen und wie liegt der EMA zu dem Ganzen und wie sah dann auch davor die Vorgeschichte aus, lasse ich einerseits zu als Argument. Andererseits, wenn ich all die Sachen noch mit reinwerfe in die Betrachtung, ja, dann geht mir meine Statistik flöten. Das heißt, dann finde ich genau noch dreimal in den letzten 20 Jahren ein bestimmtes Pattern. Naja, wie soll ich jetzt daraus noch eine Aussage machen? Und das ist dann kein Wahrscheinlichkeitsvorteil mehr. Zumindest nicht so, wie ich es dann entsprechend betrachte. Also, wir hätten hier nicht in diesem Fall eine klassische Trendwendeformation, sondern eine eher Fortsetzung, also Fortsetzung heißt jetzt hier, wir haben eine bullische Kerze und einen Doji, aber der setzt sich halt hier eher auf der Long-Seite entsprechend fort. Also, Excel-Sheet hoffentlich klar, wie es zu bedienen ist. Und jetzt seht ihr auch hier vorne, wie man, ich will mal ein Short-Pattern auch ein interessantes hier mal eben kreieren, nämlich die Three White Shoulders und dann komme ich auch zu dem, was ich oben drüber geschrieben habe. Also ihr seht, wow, wäre ein Pattern, wo ich jetzt mal ad hoc sagen würde, da sollte ich long gehen. Also, ich habe ja schon drei Kerzen, die richtig schön long gehen. Also mal die vierte auch noch long gehen. Ihr merkt das schon, dass das gerade hier irgendwie wahrscheinlich nicht so ausgehen wird. Wir gucken uns an. Und weil ich das schon als Short-Pattern angekündigt habe. Also gehen wir wieder rein. Und habe ich jetzt das Richtige kopiert? Ja. Und dann können wir das hier schon mal wieder reinsetzen und kriegen auch wieder unser Pattern. Da haben wir es. Und dann auch hier die Statistik ist noch ein bisschen sehr viel. Also machen wir mal die Schwelle ein bisschen größer. 0,94, 0,95. Und da haben wir dann die Auswertung. Interessante Kiste. Gehen wir mal auf den unteren Bereich. Nach einem Tag und nach 2 Tagen. Da geht tatsächlich die Equity-Kurve nach Süden. Würde also bedeuten, nach dem Auftreten dieser Formation sollte man eher Short gehen. Wahrscheinlich sagt gleich der eine oder andere, ja klar, da war schon so viel Bewegung, jetzt muss man die Korrektur einsetzen. Wäre vielleicht eine sinnvolle Begründung. Ich kenne sie nicht, will mich da auch gar nicht festlegen. Ich gucke einfach nur auf die Kurven und sehe, okay, so nach 1, 2, 3 Tagen geht es hier in der Tat nach Süden. Das heißt, wenn so eine Kerze auftritt, kann ich durchaus einen Short Trade eröffnen und habe einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. That's it. Das ist die Aussage, die ich hier raushole. Die eigentliche Interpretation, wie ich es gerade schon probiert habe, hey, jetzt wird es Zeit für ein Reversal oder irgendwie sowas ähnliches, die Mühe mache ich mir gar nicht. Mir reicht die Statistik so, wie ich sie abgeleitet kriege. Und wer jetzt so mal alles Mögliche durchgeht,
An dem Beispiel, so zumindest so wie ich es definiert habe, also so wie ich diese Kerzenformationen definiert habe, und ich erhebe da keinen Anspruch für vollständige Richtigkeit, habe ich dann die Schlussfolgerungen hier oben auch nochmal einmal drüber geschrieben. Und die, ihr seht, manchmal steht da das, was man auch nach Lehrbuch erwartet hätte. Also das Lehrbuch steht hier immer unmittelbar über der Kerze. Und dann meine eigene Bewertung aufgrund der Excel-Untersuchung. Und da fängt es dann an, der Hammer, eher eigentlich eine Long-Formation, nö, kommt eigentlich raus, ist eher eine Short-Formation und man sollte spätestens nach 6 Kerzen, also in meinem Fall an Tagen, schließen. Inverted Hammer Long, aber schon nach einem Tag schließen. Dann Engulfing Plus, Engulfing Minus, beide besser gar nicht traden. Heißt, da kommt nur raus, die Equity-Kurven, die gehen rauf und runter und bringen mir keinen sichtbaren Vorteil. Und so stehen hier mal die Schlussfolgerungen, wie man sie übrigens relativ schnell, ich will euch genau sagen, wie lange ich gebraucht habe, um diese Schlussfolgerungen hier hinzuschreiben. Das war eine knappe Stunde Arbeit, wahrscheinlich war es sogar nur eine halbe Stunde, um diese Schlussfolgerungen aufzustellen. Und das ist ja auch mein Appell hier. Geht in eure Lieblingsmärkte und untersucht die beispielsweise nach solchen Pattern. Ihr könnt euch die Regeln anschließend genauso notieren. Und damit könnt ihr wirklich wieder eure eigene Toolbox sehr, sehr sinnvoll erweitern. Und ihr wisst zumindest, was eure eigene Statistik ist. Und ihr kennt den Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und so ähnlich ist es. Deswegen auch immer der Appell, nicht einfach das glauben, was irgendwo vorgemacht wird, sondern selber nachmachen. Und erst danach zu der eigenen Schlussfolgerung kommen. Kerzenformation kann man also sehr, sehr schön untersuchen. Und es ist kein Hexenwerk. Wahrscheinlich braucht ihr die Aufzeichnung von dem Webinar, um hier selber das vielleicht nochmal zu machen mit meinem ganzen Hin- und Herkopieren. Ich habe jetzt hier keine Kurzanleitung sozusagen dazu geschrieben. Allen Excel-Versierten ist wahrscheinlich sofort klar, was ich jeweils tue. Wichtig ist immer, dass dieses Einfügen der finalen Formation, dass das nicht über Ctrl-C, Ctrl-V geht, sondern Inhalte einfügen, heißt das Zauberwort, weil sonst werden da Formeln übertragen. Und was wir brauchen, sind nur die reinen Zahlen, die hier übertragen werden müssen. Schlussfolgerung Euro-US-Dollar, die stehen hier oben. Andere Underlyings, kein Problem. Das auch schon alles, genau von heute. Kerzenformation. Also ich gehe schon so weit und sage, Kerzenformationen sind geeignet, um geeignete Trades zu identifizieren. Meine Eingangskritik oder der Ansatz der Kritik Sinn und Unsinn oder was man sonst noch alles daraus ableiten kann, ist einfach nur, ich glaube dann keinem Lehrbuch, sondern ich glaube dann nur einer Statistik. Und die ist auch nicht zwangsläufig für alle Underlyings automatisch gleich. Kann zwar gar nicht. Es sind unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Marktteilnehmer und unterschiedliche Umfelder. Und deswegen mache ich diese Analyse jeweils. Also ich glaube nicht einfach, was im Lehrbuch steht und wie man es jetzt jeweils untersucht. Hey, dafür haben wir Leuten hier ein Excel-Sheet, ist sozusagen ready for takeoff, ready for neue Daten, einfach vorne andere Kursdaten reinfüllen und schon kann man auch seinen eigenen Lieblingsmarkt, egal ob es jetzt DAX oder Gold oder sonst was ist, dann jeweils untersuchen. Wer das Excel-Sheet haben möchte, hier unten steht nochmal meine E-Mail-Adresse. Ich weiß, mein Nachname ist immer ein bisschen schwierig. Das Gute ist übrigens, solange man @jfdbrokers.com schreibt, vorne irgendwas, landet es automatisch beim Support und der weiß sofort, an wen es dann weiterzuleiten ist. Also ist schon ein paar Mal passiert, weil einfach sich Rechtschreibfehler reingeschlichen haben. Ist aber kein Problem, geht nicht verloren. Ihr kriegt noch nicht mal eine E-Mail zurück. Also jetzt, dass der Absender, nein, dass der Empfänger nicht gefunden wurde, sondern ihr kriegt anschließend das Excel-Sheet und das ist gut. Also kein Problem. Und stelle ich gerne zur Verfügung, um dann auch weitere zu untersuchen. Jo, ihr merkt, ich bin schon am Ende des Webinars. Boah,
40 Sekunden vor dem normalen Ende. Hier trudeln auch schon ein paar erste Meldungen schon ein und Wertungen. Vielen Dank dafür. Ansonsten, es geht weiter. Der März steht vor der Tür. Und ein echtes Highlight kann ich jetzt schon ankündigen. 21. März. Basket Investor Strategie. Das wird ein echter Insider-Webinar. Und ich will euch einen kompletten Basket vorstellen. Und das Schöne ist auch die Möglichkeit, wie ihr an diesem Basket aus Strategien teilnehmen könnt, die wir hier in den letzten Monaten vorgestellt haben. Das ist der Moment, auf den ich schon länger warte. Da werden wir alles zur Verfügung stellen und dann wird es nochmal einfacher, auch Sachen hier zu folgen, die ich auch hier diskutiere und vorstelle. Das Ganze mache ich zusammen mit dem Jens Klatt und auch ein paar diskretionäre Elemente und die kommen vor allen Dingen von ihm. Und das wird eine ganz, ganz spannende Highlight. Das ist das zweite Webinar im März. Also das ist am 21. März. Und ihr wisst ja, ihr kriegt bald die E-Mail. Dann kommt das eh vollautomatisch und auf der Website steht es dann auch entsprechend. Und ein anderes Webinar, da machen wir auch mal was ganz Verrücktes. Und zwar werden wir mal eine Trading-Strategie ableiten, ohne jeden Backtest. Wir gucken uns auf die Mechanismen, auf die Kursverläufe an und können aus der reinen vergangenen Statistik ohne jeden Backtest eine Trading-Strategie ableiten. Und bis dahin sind ein paar Wochen vergangen und ich zeige euch dann auch gleich den Kontoauszug davon. Das wird ebenfalls spannend. Das nenne ich mal eine rein mathematisch abgeleitete Strategie. Auch da kriegen wir was hin. Dann werde ich euch auch dieses dann vorstellen. Und nochmal, das eigentliche Highlight ist der 21. März, JFD Basket Investor Strategie. Das wird nochmal hoffentlich was richtig Schönes auch für euch. Und ich gucke gerade hier nochmal ein bisschen in die Meldungen rein. Schönen Abend kriege ich hier auch schon. Den Link für die Aufzeichnung kann ich natürlich noch nicht geben, immer erst nachdem das alles hochgeladen ist. Also ansonsten, ich schreibe den Link sonst in die E-Mail von den Excel-Sheets mit rein. Also wer den unbedingt braucht, frag einfach nach den Excel-Sheets, dann kommt automatisch der Link mit rein, dann setze ich den mit dahin. Genau. Und Basket Hedgefonds, nein, so heißt es, ist kein Hedgefonds, sondern das ist ein Investorfonds und das wird nochmal ein neues, echtes JFD-Highlight. So viel sei schon versprochen. Okay, so viel von mir und oh, ganz schnell, hoffentlich ist er noch da. Nicht hier im Chat schreiben, bitte Excel-Sheet zuschicken. Der Chat verschwindet für mich gleich. Ich brauche das als E-Mail, sorry, sonst habe ich die Information gleich nicht mehr. Und deswegen bitte diese E-Mail, dann funktioniert es auf jeden Fall. Also, soweit von mir. Jetzt ist es doch schon nach 8 Uhr. Also, macht's gut, noch einen schönen Abend. Tschö.